Freunde, ich bin richtig gut drauf heute. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin einfach wirklich überglücklich. Ich bin natürlich immer glücklich, wenn ich Let's Plays machen darf. Aber heute bin ich, weiß ich nicht, heute ist irgendwie so ein perfekter Tag. Weil für mich lief heute vieles einfach nur sehr richtig. Gestern, ja, wobei eigentlich schon die ganze Woche. Aber ist halt Privatlebensstuff, ne? So, dementsprechend motiviert gehen wir jetzt auch an den roten Kometen ran. Ja, nicht zu verwechseln mit der roten Rakete. Boah, das Bild. Durch meine Zeit im Internet habe ich dann auch leider, muss man dazu wirklich sagen, hier und da schon mal das ein oder andere Bild gesehen. Ich habe einfach mal gegoogelt, warum eigentlich rote Rakete. Das war ein folgenschwerer Fehler. Aber gut. Ja, Freunde, das fängt doch schon mal wieder direkt scheiße an. Oh, Kacke. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Natürlich noch einmal. Was ist das denn für eine Frage? So. So einen dummen Fehler wie im letzten Part machen wir natürlich nicht nochmal, sagte er, während er eine Sekunde vorher genauso einen dummen, wenn nicht sogar noch einen dümmeren Fehler gemacht hat. So, Jungs, ja, dann einmal eben still sein. Na, Focko, was geht denn ab, Alter? Watz! Und noch einer. Und noch eine. Und komm, die letzte. Jawollo, das war's dann auch schon wieder mit dem Kollegen an der Stelle. Schön. Mir fällt übrigens gerade so auf, da war so ein Lensflare, so ein, mit so einem Regenbogen. Das sah eigentlich nice aus. Aber gut. Wir hascheln direkt durch. Entschuldigung. Wir haben hier nämlich schließlich keine Zeit zu verlieren. So, und das hier, das ist fies. Ja, lass uns das einfach mal unter dem Kapitel, das ist fies, so abhaken, ne? Ich werde jetzt erstmal eine Priorität auf die Schatztruhe legen, weil das ist das, was mich eigentlich schon die ganze Zeit am meisten gebumst hat. Ja, scheiß auf den Sternensplitter da unten. Ich meine, wer braucht es schon? Wir brauchen den Sternensplitter, Alter. So. Einfach so ein bisschen alles intelligenter verknüpfen. Dann ist das schon gut, dann kommt man durch. Ja? Das müsst ihr euch immer denken. So, natürlich den letzten sammeln wir auch noch ein. Jetzt müssen wir leider wieder eine kleine Fahrt einmal rummachen. Geht aber fix. Da verlieren wir nicht allzu viel Zeit. Also wir liegen halt richtig gut in der Zeit gerade, ne? Da bin ich echt schon irgendwie ein bisschen happy gerade. Dass die Bewegungsstörung sich manchmal aber auch einfach wieder verstellt. Ne? Das ist ein bisschen nervig. Das gab es damals nicht. So, jetzt muss das ja einfach nur noch performen. Ja, das ist schon mal. Oh Gott, ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Jawollo! Und damit haben wir das auch erledigt. Wir haben richtig viel Zeit. Das heißt, wir können hier richtig entspannen. Ja, einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ist ja das, was im letzten Part leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Aber Freunde, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. So. Hier einfach vorsichtig sein. Ich brauche mir keinen Stress machen. Das ist alles cool. Ja, so viel Zeit hatten wir noch nie. Zumindest bei diesem Abschnitt hier. Jetzt einfach nur nicht verrecken. Das wäre schon sehr sexy. Ja, das sage ich euch auch so, wie es ist. So, da ist erstmal der falsche Weg. Ich war ja im letzten Part schon. Ja, quasi dort. Aber dann natürlich auf den letzten Meter noch einmal richtig reingeschissen. Da war ich aber auch mad. Ich glaube, das hat man vielleicht sogar gesehen. Eventuell habe ich ja den Eindruck gemacht, dass mich das dann doch ein wenig triggert. Alter Mario, einfach hochgehen, Diggi. Wir haben Zeit, klar, aber Bro, du musst jetzt auch hier nicht so Faxen machen, weißt du? So, diesmal muss ich mich auch nicht kratzen. Weil wir haben ja zwei Timer jetzt. Wir haben einmal den unteren und einmal den, wenn der Schalter wieder hochgeht. Wie Terroristen im Treppenhaus. Oh Mann, es tut mir einfach nur so unfassbar leid. So, das habe ich doch schon mal sehr schön hingekriegt. Das war wild. Und das war noch wilder. Freunde, an der Stelle weiß ich gar nicht, was da im letzten Part schiefgelaufen ist. Aber einiges. Was wir jetzt in diesem Part gerichtet haben. Und damit ist die Galaxie so mäßig komplett. Ein Secret Star fehlt noch, aber den holen wir uns noch, keine Sorge. Jenseits des Treibsands. Na schön. So, und jetzt können wir nämlich auch endlich in den Maschinenraum. Und ein Bilderbuchkapitel wurde zum Bilderbuch hinzugefügt.
Alrighty then. Aber wir haben natürlich noch ein paar weitere Kapitel freizuspielen. Wobei, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie viele. Aber gut. So, Schlafzimmer ist ja auch alles schön und gut. Wir haben uns jetzt aber genug ausgeruht, finde ich an der Stelle auf jeden Fall. Wird Zeit für den Maschinenraum. Das ist natürlich ein Raum, der ist für Leute wie mich eigentlich wie geschaffen. Ich liebe Maschinen, ich liebe Motoren. Wobei das auch eine Meinung ist, die man ja heutzutage leider nicht mehr so sagen darf. Ist krass, was man alles nicht mehr sagen darf, wenn man sich das mal recht überlegt. Aber da wollen wir uns jetzt natürlich nicht drüber aufregen. Ja, die missbrauchen die Kraft des Sternes. Das haben die anderen auch schon gemacht. Warum sollten die das jetzt nicht machen? Bist du die einzige Basis? Ja, also wir missbrauchen die Macht des Sternes ja nicht, ne? Das seid euch mal gewiss. So, guck, da machen wir erstmal eben alles frei. Was haben wir denn hier Feines? Die war schön, die Galaxie. Die Reifen-Ozean-Galaxie, die war auch nice. Die Herbstwald-Galaxie. So ein bisschen wie. Ja, so ein bisschen wie die Honigbienengalaxie. Ja, die war okay. Aber die war super. Die Spielzeugschachtelgalaxie. Das ist natürlich eine Galaxie, die finde ich persönlich einfach nur nice. Weil die ist einfach. Die passt so gut. Ich liebe sie. Und die Kreaturenfabrik. Da werden wir aber später, also zum Schluss natürlich erst reingehen. Wir machen erstmal die Schädelbuchtgalaxie. Weil ich einfach dieses Krönchen so schön finde, was man bekommt, wenn man eine Galaxie komplett hat. So, der Stern und die Skeletthaie. Oh yeah, das war cool. Das Level, das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen tricky mit Bewegungssteuerung. Jetzt nicht generell schwer, aber na, wir gucken einfach mal. Wir werden schon sehen, wie wir uns gleich schlagen werden, ne? Wohl oder übel. Mein Ziel ist es auf jeden Fall nicht zu sterben. So. Und wir sind nicht alleine. Wir werden schon beobachtet. Nur von wem? Scharfe Zähne? Ach du heilige Scheiße. Es ist der Schädelhai. Und der ist cool. So, Taktik. Ganz einfach. Hier sind Panzer. Und ihr wisst, was man mit Panzern macht? Klar, die scheppert man gegen irgendwelche Gegenstände, ne? Hier ist vielleicht so ein Maxi-Pilz drin, aber egal. Den brauche ich jetzt wirklich nicht. So, das tut ihm reell weh. Jetzt holt er nämlich seine kleinen Friendos. Wie kann sein Mund bitte schwarz sein, wenn. Ich hinterfrage an der Stelle vielleicht auch einfach gar nicht weiter. Es ist ein Videospiel. Komm darauf klar, mal. Ey! Geh weg! So, wo ist der Panzer? Da ist der Panzer. Da haben wir ihn. Vielleicht wäre Luft auch mal wieder eine coole Sache. So, da ist der Freund. Ich bin so ein Haufen Scheiße manchmal. Oh, dieser kleine Hodenbeißer, den er da als Kompagnon hat. Der muss nicht sein. Wieso? Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Das ist doch scheiße. Wie, habe ich was getroffen? Nee, habe ich nicht. Ah, okay, da ist so ein Maxi-Pilz drin, aber scheiß auf den Maxi-Pilz. Ganz ehrlich. So, einmal eben genau die Kamera ein wenig ums. Ey! Freundchen! Ich hole mal wieder oben ein bisschen Luft. So. Alles klärchen. Jetzt kann es auch schon direkt wieder weitergehen. Da ist der nächste Panzer. Der nächste Wurf, den ich frei habe. Der Heide ist jetzt auch nicht unbedingt intelligent, ne? Na gut, da ist auch nichts mehr unter der Schädeldecke. Aber trotzdem. Ja, okay, komm, wir holen uns den Maxi-Pilz. Habe ich jetzt aber auch nur gemacht, weil ich so perfekt reingeflogen bin. Wäre jetzt nicht unbedingt passiert. Hey! Verpisst euch! Wäre jetzt nicht unbedingt der Fall gewesen, wenn ich da extra für hätte hinschwimmen müssen. Ne, das hat sich jetzt einfach gerade so schön ergeben. So, dann. Oh, der ist schneller, der Rote. Das habe ich irgendwie schon in einem der letzten Parts festgestellt, oder? Und der zischt natürlich reell rein. Jetzt ist er richtig greedy. Uns zu töten. Der ist mad, Alter. Oh, wir haben es sogar getroffen. Oh Junge, jetzt geht's rund. Und er bröckelt immer mehr. Oh, jetzt kommen noch mehr von diesen Lutschbieren. Ja, Freunde, Beleidigung 2021. So, ein Hit noch, denke ich mal. Dann dürfte der College aber auch gefinished sein. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Na gut, ist nicht weiter schlimm. Wir nehmen die Verfolgung erneut auf. Und jetzt einfach zack.
So will ich das nämlich sehen. Noch einmal. Nee, das war's. Okay. Tja, Knochenhai. Wird Zeit, dass du dich deinem Zustand anpasst. Das klappt doch wieder richtig schön, Leute. Ich bin echt happy. Ich kann nicht mal mehr richtig reden, so glücklich bin ich gerade. So glücklich war ich das letzte Mal, wo ich im Heidepark war. Das war vor einer Woche circa. Ja. Und da haben wir ihn, den nächsten Stern. Ich glaube Nummer 58 müsste das jetzt sein oder 59, ich weiß es nicht mehr. Wir werden es ja gleich sehen. Es ist sogar 59. Na, guck mal einer, schau. Galaxie komplett. Sehr schön. So stelle ich mir das doch vor. Es läuft einfach super mit. Ich glaube, man merkt auch, dass ich richtig Bock gerade habe, oder? Und jetzt geht es in die Spielzeugschachtel-Galaxie. Da haben wir noch Zeit für 9 Minuten an der Stelle. Wobei... Ja, nee, komm, wir machen es chronologisch. Das Beste kommt zum Schluss. Und das nehme ich mir natürlich auch dementsprechend für den Schluss auf. Wo die Mondhasen suchen. Was die Mondhasen suchen, nicht wo. Ja, lesen ist immer noch, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, es ist halt basically... Es ist halt basically diese eine Galaxie nur einmal komplett gespiegelt und ohne den Gang dort. Das ist ja ein Ding. Naja, gut. Ey, Mondhase, na? Wir Hasen suchen nach blauen Sternenchips, aber wir finden keine. Ist halt ja auch Luschen. Das ist vielleicht das Ding. Nein, das ist ganz einfach. Die sind hier einfach überall verstreut. Kommt heraus, Sternenchips. Ja, ja, ja. Die kommen auch heraus. Mach dir da mal keinen Kopf drum. Aber es ist, glaube ich, an der Stelle besser. Der Richtige sammelt sie ein. Ich in dem Fall. Ey, warte mal. Kamera. Mach jetzt keine Faxen hier. So. Oh mein Gott, da war ein L in Sternenteilen. Ob das vielleicht eine geheime Botschaft von Nintendo ist, so mäßig L is real? Ne, wobei Luigi gibt's in diesem Spiel ja regulär. Hm. Apropos Luigi, der Hoden können uns auch mal wieder den einen oder anderen Brief schicken, wa? Hat er vielleicht sogar schon. Ich hab's nur einfach nicht angeguckt. Aber eigentlich sind die grün. Ey. Okay, warte mal, das ist jetzt ein gewagter... Ne, ist das absolut nicht gewagt. Sind die Hasen eigentlich komplett von allen guten Geistern verlassen? Warum ist hier ein Hofablauf? Ja, Gulli genannt, ich weiß, ich komme halt eben aus dem Fach. Es tut mir so leid. So, also 3 von 5 haben wir schon. Das ist doch eine sehr schöne Bilanz. Ja, komm, machen wir hier einfach noch ein bisschen Schaukel-Action. Habe ich als Kind tatsächlich richtig gerne gemacht. So ein bisschen schaukeln, das war super. Jetzt als Erwachsener natürlich nicht mehr, aber die Gründe dafür sollten ja klar sein. So, Nummer 4, sehr schön. Und ja, ne? Ob Anne sieht, müsste glaube ich auch noch was sein. Ah, da komme ich glaube ich nicht hoch, oder? Vielleicht hat das was mit der Fragezeichenmünze zu tun. Hey, aber das kann eigentlich nicht. Wisst ihr, ich gehe erstmal hier hin. Ach so, einfach so. Na guck. Ne, ist doch ganz schön. Gut, denn einen Sternsplitter brauchen wir noch. Was? Irgendwann stampfe ich den Baumschiff in den Boden. Ja. Das ist einfach nur Training. Da musst du noch ein bisschen stärker... Oh Gott. Mario! Stärker werden, dann passt es schon. Da mache ich mir gar keine Sorgen, ja? So. Wieder mit Full Energy hier hoch... boosten. Stark. Wie Tony. Okay, machen wir den hier einmal eben in den Boden rein. Oder auch nicht. Oh, es tut mir so leid, Wiggler. Wenn er jetzt aufsteht, dann ist er ein bisschen mad auf mich, ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Oh Gott, er steht auf! Nee, alles klar. Ich will ja auch keinen Stress hier, ne? Nein. Wir sind doch alles Freunde. Aber wo ist der nächste Sternsplitter? Den habe ich doch gerade gesehen. Oder bin ich einfach nur dumm? Nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Ey, was liegst du hier denn auf der faulen Haut? Die Hasen von diesem Planeten kommen oft zu Besuch hierher.
Okay, ist doch nett. Alter, ich brauche keine Sternteile mehr. Wobei eventuell... Warte mal, ich fliege mal ein bisschen. Ja, das wird nicht funktionieren. Wo ist der? Okay, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Karma, was hier gerade reinhittet. Weil ich die Hasen vorher so gehatet habe. Also weit weg kann es ja nicht sein, ne? Denke mal, da sind wir uns soweit alle einig. Oder du? Nein, natürlich. Oh, war es die ganze Zeit hier? Es war die ganze Zeit hier. Sorry. So, dann gehen wir auch mal eben wieder flugs hier runter. Wir können ja jetzt eigentlich auch ins Wasser, ne? Weil wir brauchen den Bienensuit ja nicht mehr. Alter, Bienensuit Mario. Vergesst Zero Suit Samus. Bienensuit Mario ist der neue Shit. Und die Zeit, sie rennt. Ja, egal. Dieses Level werden wir noch schaffen. Glaubst du kannst mich fangen? Ich weiß, dass ich dich fangen kann, du Lusche. Ist aber auch eine gemeine Sache, dass sie so ein bisschen Vorsprung immer kriegen, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Was bringt das hier denn? Ach ja, genau. Das war ja der Bums. Stimmt ja. Dann das hier. Oh. Okay, da gibt's Stuff. Oh, das hilft so ungemein mit diesen Barrieren hier. Ohne Witz. Es ist so viel angenehmer, aber die bleiben leider auch nicht immer oben. Weil sonst ist der Hase nämlich ein bisschen fix unterwegs, ne? Merkt man ja. Wobei, der ist jetzt auch hier. Ne? Das ist schon ein ganz schön eiliges Tempo, was der Kollege hier drauf hat. Alter, will der mich jetzt verarschen oder was? Ja, okay, das bringt nichts, was ich jetzt gerade vorhat. Ich wollte erstmal gucken, ob ich mit Wirbelattacken vielleicht ein wenig schneller bin. Aber nein, bin ich nicht. So, dann gehen wir mal fix... Ey, das ist Cheating! Jetzt habe ich dich am Arsch. Also wortwörtlich. Ich habe verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden, Leute. Merkt euch das. Beim nächsten Mal wird es richtig geil. Ja, ja, komm. Lall nicht. Das nächste Mal wird es, glaube ich, nicht geben. Wobei doch, wenn der Komet kommt, dann eventuell. Und dann auf Zeit. Oh, das wird eklig. Ich hoffe mal nicht, dass es sich dabei um einen Zeitkometen handelt. Und wir haben den letzten Stern. Wir könnten jetzt rein theoretisch das Spiel schon beenden, aber nee. 60 Sterne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du brauchst die Hälfte der Sterne, um das Spiel zu beenden. Warum? Aber gut. So, das ist das Zentrum der Galaxie. Da gehen wir natürlich nicht hin. Es wird aber trotzdem gespeichert. Wir haben noch so viel noch gar nicht entdeckt. Die Kraft des Sternwarte des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternenschiff. Yeah, boy. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo der dir kostbare Mensch wartet? Warte, warte. Hold on. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir. Okay. So, Freunde, dann würde ich aber sagen, das war's mit diesem Part. Wo ist der Mauszeiger da? Das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.